ist deprimierende Wetter heute, ist echt schrecklich. Also bei uns ist gerade totales Regenwetter und wow, es donnert, es blitzt und die Emily hat gerade von nicht nur in ein Zimmer gegackselt, sondern gleich in der Reihe. Sie hat erstens einmal in Emily mit Elena ihrem Zimmer angefangen zu wackeln und ist auf den Flur gegangen, außer ins Wohnzimmer und da weiter gegackselt. Um Gottes Willen, heute ist ein Tag, so euch Leute. Guten Morgen erst einmal, es ist, wie spät wird es denn sein? Was ist jetzt? 8 wahrscheinlich? Wenn überhaupt. Jetzt wird man natürlich Kinderzimmer zusammenräumen, dass man durchstaubsaugen kann und ja. Staubsaugen wäre jetzt recht. Heute muss ich ein paar Sachen im Haushalt machen, weil heute kann ich sowieso nicht mit den Kindern rausgehen. Es schüttet in Strömen und ja. Ich habe jetzt auch schon die Katzen gerufen, dass sie reinkommen können, weil es schüttet im Strömen. Also normalerweise sind meine Katzen hier draußen. Und sie wollen jetzt auch nicht reinkommen, weil es regnet, aber ich würde sie gerne reinholen. Ganz ehrlich, es ist ein schreckliches Wetter. Ja. So, bin zu halbwegs gemacht und weiter zusammenräumen. So, was wollte ich jetzt erzählen, Leute? Heute ist eben der Plan zusammenräumen, fest zusammenräumen. Jetzt haben wir Elena ihr Bett gemacht, was eigentlich überhaupt nicht nötig ist, weil wir werden sowieso gleich ein Buch lesen gerne, denke ich mal, oder irgendwas machen. Sie schaut jetzt dann gerade noch auf Folge Pepper Woods. Sie darf das heute noch früher schauen, weil ich habe verstopfte Nasen, die Emily hat verstopfte Nasen, die Emily hat ihr alles eben vollgeschissen. Kann man nur so sagen, es war so richtig sandige Scheiße. Anscheinend ist der Sand, was sie gestern in der Sandkiste gegessen hat, sie einmal durchgegangen und heute hat sie gedacht, verteilt es überall. Ich habe es natürlich schon weggeputzt und aufgewischt und ja, oder aufgeputzt und dann auch aufgewischt. Aber es ist trotzdem ein unangenehmes Gefühl. Ja. Also es waren so viel, es ist so viel gewesen, als ob sie die letzten paar Tage gar nicht hätte, aber sie hat sogar. Und ja, ich habe mir neue Nägel gemacht, nur die Daumen noch nicht. Gestern habe ich angefangen damit. Sie gefallen mir überhaupt nicht. Es ist nicht so, wie ich es erwartet habe. Ich habe dieses ganze billige aus China jetzt benutzt. Das kostet 2 Euro. Und wenn ihr seht, erstens einmal ist es durchsichtig. Und zweitens verformt sich die Masse irgendwie. Sie trocknet ganz aus. Sie ist zwar ausgetrocknet, aber sie ist nicht steinhart und sie verformt sich. Genau. Und ich muss jetzt dann ein bisschen anfangen zum Putzen und zusammenräumen. Gehen wir direkt um, weil da ist noch immer kein Vorhang. Ja, ich habe das richtig doll schon geschafft. Nämlich gar nicht. Aber die müssen wir machen. Oh, Emily, was tust denn du da? Nicht dahin greifen. Was ist denn da los? Was tut's denn hier? Was ist denn das? Ja, was habt ihr denn jetzt so gemacht? Warum tut's denn hier da raufgreifen? Das dürft ihr nicht. Schau. Was habt ihr jetzt getan? So, und das lasst ihr jetzt an. Beide. Gut. Ja. Und darin geht auch wieder zusammengeräumt, wie jedes Mal. Wie immer. So, ich bin jetzt fertig mit meinen Nägeln. Die sehen jetzt so aus. Super, wir sind da im zweiten Kinderzimmer sozusagen, also im zweiten Zimmer herum. So schauen die jetzt aus. Und ich finde sie schrecklich, also mir gefällt das überhaupt nicht. Also ich finde, ich habe es mir jetzt schön vorgestellt, aber wenn ihr das genau anschaut, seht ihr, dass die nicht alle gleich dunkel sind. Es ist sehr schwer zum Auftragen gewesen. Also das war der Billiglack, jetzt zeige ich das einmal. Raus aus dem Zimmer. Dieser Billiglack war das so, Licht. Also dieser billige Gellack war das da. Den gibt es bei Wish und ihr habt jetzt gedacht, den probiere ich jetzt sofort aus. Und ja, nicht nur, dass es jetzt nicht richtig schön mal gemacht habe, weil mir die Farbe nicht gefällt, sondern weil sie einfach fleckig sein. So, wieder zugebacken. Und ich überlege mir jetzt gerade, aber nicht irgendeine andere Farbe drauf tun wäre. Vielleicht sowas. Irgendein Gellack. Ich werde euch das einmal zeigen. Das sind meine Gellacke. Und ja, ich habe ein paar. Habe ich die Farbe. Oh, da ist ein Pickel. Body, komm gleich, Elena. Und ich überlege jetzt gerade, welchen Gellack ich jetzt benutzen werde, um ihn drüber zu lackieren.
Weil so will ich es auf keinen Fall lassen. Wenn es denn dazu so ein blau schimmerndes. Ich nehme das einmal mit, weil die Emily die Elena schreit schon. Was ist denn, Elna? Wenn du Oma weinen wirst, dann brauchst du es nicht mehr schauen. Dann brauchst du das jetzt für die. Nee. Die doch? Warum weinst denn du? Nee. Wieso weinst du und wieso hast du die nackt ausgezogen? Totoschauen. Ja, aber es war ja ein und warum hast du geweint, während dem sogar Totro gelaufen ist? Totoschauen. Wir können es da wieder einschalten, ja? Ja. Und warum musst du. Und da wirst du nicht mehr weinen? Ciao. Mama. Besser? Ciao, Papa. Nee, ich kann nicht die ganze Zeit neben dir sitzen und drauf schauen. Ich muss ein paar Sachen machen. Na, also ich werde jetzt, glaube ich, den da drauf tun. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Jetzt mache ich noch schnell meine Gelnägel fertig und dann ist auch schon mein Freund nach Hause gekommen. Dann haben wir mit den Kindern noch gespielt und ein bisschen rumgetollt. Ja, gestern haben wir nur noch gemeinsam und ja, nicht mehr viel gemacht eben. Die normalen Dinge, was man halt so macht als Familie. Und ja, danke, dass ihr wieder mal dabei wart und ja, bis dahin, wünsche euch was. Bis gleich.